So, und damit einmal hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heilrune hier, Folge, ich glaube 108 ist das. Ja, wir werden hier zum Suppenlieferdienst und sind auch unterwegs. Ich habe mir nur mal kurz hier die Umgebung angeschaut und geguckt, ob wir die nette Person finden, der wir noch, nee, nicht 10 geschnittene Tomaten, den haben wir neu bekommen, den hier mit 9 geschnittenen Tomaten noch wiederfinden. Und ich muss sagen, ich habe mir auch neue Aufträge bekommen, als ich den Typen gefunden habe. Und zwar haben wir hier einmal zum ersten, der will sogar jetzt Karotten haben. 14 geschnittene Karotten. Gegenstand Suppenschüssel. Ja. Das heißt, wir müssen uns auch noch gleich um Karotten kümmern. Dann haben wir hier. Ja, der Typ ist leider schon weg. Ich habe die Schriftrolle da aber einfach liegen gelassen. Dann haben wir hier 12 geschnittene Tomaten. Den suchen wir auch noch. Ne, den haben wir jetzt neu dazu bekommen. Und dann habe ich mich hier oben nochmal umgeschaut. Could do with some 12. Und der haben wir auch einen Auftrag mit 12. Ach so, das ist der sogar. Okay, das ist der sogar. Und dann bin ich hier mal in die Burg reingegangen. Und sehe, die wollen sogar zwei Sachen. Hier einmal 9. Hier, Karotten und 9 Tomaten. Und zwar sollen wir das beides in Suppenschüssel machen. Aha, da kriegen wir 172 Bauerngilde-Token für. Gut, wir haben aber immer noch nicht unseren Sechser gefunden. Gut, hier hatten wir also mehr Aufträge als Glück. Also, ja. Damit würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier zur Bauerngilde, nenne ich die jetzt einfach. Bauerngilde ist auch ein toller Name. So. So, und würde sagen, wir besorgen uns mal diese hier Karottensamen. Aber dafür würde ich gerne auch noch mal was holen. Dafür muss ich mal eben kurz zur Stadt. Ich habe mich schon wieder verflogen hier. Denn ich würde mir dafür gerne nämlich eine Storage Crate holen. So, danke. Der hat gute Laune. Das ist schön. Ne, ich habe noch keine Suppe gemacht. Die Suppe kommt gleich noch. So, weil das würde ich gerne auch gleich alles in große Mengen kaufen. So, tue ich einen hier rein auf Maximum. So, kostet uns einmal 106.000. Ist ja nicht schlimm. Wir haben uns ja genug Geld erarbeitet, dass wir uns das auch leisten können. Die müssten auch bereit sein, die Bewohner. Das ist der Wahnsinn. So. Da nehme ich die jetzt einmal wieder mit. Danke. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir auch erstmal wieder zurück. Ja, hier machen können wir hier sowieso nicht mehr. Ja, dann müssen wir also unser Feld einmal, ja, umbearbeiten. Damit wir auch Karotten heranziehen können, weil unsere lieben Bewohner wollen ja jetzt hier auch noch Karotten haben. Weißt du, kaum sind sie alle mal hier eingezogen worden, wollen sie alle nur um was zu essen haben. So was mit dir. Du wolltest 9. Okay, die eine Suppe, die ich ja nur noch habe, hatte 7. 6. Irgendjemand wollte hier aber auch 6 haben. Ich weiß aber nicht mehr, wer oder wo. Gut. Muss ich also dann später rausfinden. Ich gehe erstmal wieder zurück. Dann können wir gleich mal gucken, ob die Tomaten gut sind. Und wenn die nämlich gut sind, dann ernten wir sie. So, ich hau mir jetzt einmal kurz pennen, damit das mal Tag wird. So. Die Nacht ist vorbei, der Tag beginnt. Hochgeschwind, mein liebes Kind. So. Guck mal, ich weiß, wer. Ich hatte schon 2 Tüten Karottensamen geholt. Die werden wir aber erst später auch noch einsetzen. Das kommt alles später. Die Gießkanne kannst du erstmal hier hinstellen. So. Achso, waren die. Ja, ein paar Tomaten werden schon gut, aber noch nicht alle. Gut, das ist aber noch nicht feine.
Na, guck mal, ich kann ja schon mal die Suppenschüssel schon mal hier abladen. So. Dann können wir uns das später angucken, was wir da. Ja, genau. Karotten. Leg mal hier hin. Oh, nee, das Geld kann drauf bleiben. Wobei wir. Ja, leg mal ruhig da hin. Na gut, dann räume ich kurz den Wagen aus. Unseren Lieferdienst. Suppenlieferdienst. So, 140. So, und haben hier nochmal 125. Na? Oh. Na, das war jetzt keine Option, die Platte da wegzunehmen. Warte mal. So. So, guck mal, dann kommen hier nochmal da. Und nochmal 59. Wie viel kostet dieses Schneidding? Genau. Geben wir mal den Karren her. Der Karren, den wir hier haben, unser Suppenlieferdienst. Würde ich eigentlich schon gerne so dafür beauftragen wollen. Hihi. Warte mal, dafür muss ich ihn natürlich auch richtig draufsetzen. Na, so auf jeden Fall nicht. Nein. So. Guck mal, unser Suppenlieferdienst. So, guck mal, hier habe ich ja noch eine 6er Suppe. Ne, eine 9er. Guck mal, da ist ja noch eine 9er Suppe hier. Lege ich mal dahin. Oder leg die mal hier hin, da liegt sie sogar besser. Guck mal, da muss ich gerade mal nur gucken. Nee. Nein. Nein. Da. So, guck mal, lege ich die einfach in den Wagen. So. So, also wir haben 478 Tokens. Ich weiß gar nicht, wie viel man für das, für den Fließbandaufsatz, das Schneidaufsatz hier bezahlen muss. Ich gehe dafür kurz mal dahin. Ich muss echt einen Teleportpunkt dahin setzen. Aber dafür müsste ich das Teleporthaus erweitern. Ich glaube, das nehme ich mir dann für die nächste Folge vor. So. Gucken wir mal, wie viel kostet. Ich meine, das Ding kostet 480. Wir können, ich glaube, wir können uns das leisten. Ich schaue mal. Ich glaube, wir können uns das sogar leisten. 480. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich Flugmod so wenig wie möglich wieder einsetzen. Komme ich auch nochmal dazu. Hihi. Oder warum mache ich das nicht einfacher? Pass mal auf. Ich habe gerade gesehen, wir haben nämlich eine Europalette da rumstehen. Warum nehmen wir die nicht einfach dafür? Ja. Pass mal auf, Europalette hier. Dann könnte ich sagen, stell die Waage mal hier hin. So, ne? Guck mal, dann kann ich sie nämlich so nehmen jederzeit. Guck mal, dann könnte ich auch sagen hier, weißt du was? Ich habe ja doch noch eine Suppenschüssel. Hier, guck mal. Hier könnte ich Schubtrauen jederzeit hin. Und hier kann ich das. Und hier kann ich die Suppenschüssel wiegen. So. Guck mal, da brauchen wir den Karren nicht mehr und können uns dank der Palette sogar frei bewegen. Im Gegensatz zu der Karre. Ich stell sie mal wieder hier hin. So. Machen wir erstmal Tür zu. Machen wir hier auch immer Tür zu. So. Müssen ja nicht alle Türen offen stehen, ne? Wozu habe ich denn Türen reingebaut, nur damit ich sie aufstehen lasse? So. Achso, hier, ja, die Wandlampe muss ja hier auch irgendwo wieder hin. Ja, wie sagen, tun wir dann da hin? So, wollen wir mal gucken. Genau, dann würde ich sagen, holen wir uns den Schneidaufsatz. Nee, oh nee, uns fehlen sogar der S2. Oh nein, so lächerlich. Okay, reicht doch nicht ganz, stelle ich gerade erschrocken fest. Na gut, dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Ding nicht raus. So, stellen hier hin. Da muss ich nochmal wieder rein, denn wir brauchen T-Rohre. Die brauchen wir. So. Damit wir hier jetzt die nächsten reinsetzen können. Und das wird dann erstmal für die Tomaten jetzt, für die. Nee. Ich wollte eigentlich das Ding so haben, genau. So.
So. Da kam wieder eine kleine Wasserspende. Ja, und wie gesagt, wenn wir dann später auch die Sprinkler zur Verfügung haben, dann können wir das Ganze hier nochmal richtig erweitern. Aber ich würde sagen, solange wir das mit den Reihen erstmal jetzt hier noch haben. Zack. Nein. Würde ich sagen, lasse ich das sonst erstmal so. Also mit den Tomaten. So. Aber weißt du was? Warte mal. Du bist ja das mit der 9, ne? Genau. Pass mal auf. Komm mal mit. Wir müssen nur die Person mit den neuen Suppen, mit den neuen Tomatensuppen suchen. Dann haben wir schon gewonnen. Und ich glaube, dem bin ich sogar vorhin begegnet. Kann das sein? Ich hoffe, den finde ich jetzt noch schnell. So. Du wolltest 9. Ja, hier, hau rein. Ah. Gib mir die Suppenschüssel. So, hau rein. Thank you. Ich danke auch. So war er. Ah. Hey there. Hallo. Hallo. Immer alle freundlich begrüßen. So. Wo sind die? Da. So war 549. Damit haben wir jetzt genug. Damit wir uns diese Schneideraufsatz kaufen können. Ist mir gerade ein bisschen zuwider. So, da wollen wir hin. So, dann holen wir uns das Schnittgemüse-Schneidaufsatz. So, 4 Tokens. Zack. Jetzt haben wir zwar nur noch 69, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, unser Gemüse zu schneiden. Voll autonomisch. Das heißt, wir können uns ansparend für diesen Gemüsedrescher, nenne ich ihn jetzt einfach, machen. Das wird cool. Das ist nämlich ein perfektes Beispiel, dass wir das nämlich gleich an unseren Tomaten nämlich gleich austesten können. Ich bin vollkommen falsch. Das ist schön. Hier muss ich nämlich hin. So. So, Gemüseaufsatz. Würde mal sagen, ich installiere dich einfach mal. Ist das so installiert? Ja, ne? Guck mal an, das sieht ja witzig aus hier. Zack, zack, zack. Sehr gut. So, guck mal, damit sind wir auch die letzte Suppenschüssel losgeworden. Super. Guck mal, 4 Aufträge haben wir hier noch liegen. Ah, sieht doch gut aus. Ja, guck mal, die 69 Tokens können wir uns als Wechselgeld hier drauf tun. Das ist unser Wechselgeld.
Oh. Verdammt, ich hoffe, das Mikrofon war jetzt nicht zu lange aus. Ich habe das gleich mitgekriegt, dass das Mikrofon aus war. Nee, um es mal kurz zurückzuzeigen, ich habe kurz den Clocktimer nämlich kurz mal umgestellt, damit wir kurz die Stellen, wo wir den Boden für die Karotten gut machen müssen, gemacht. Verdammt, ich hoffe, das war jetzt echt nicht zu lange. Wenn doch, tut's mir leid, sorry. Dann muss ich das in der Nachbearbeitung mir gleich nochmal angucken. Ja, würde ich sagen, laden wir mal unsere Kartoffeln, sage ich schon, unsere Tomaten auf. Mit Tomaten haben wir auch jede Menge Sachen, die wir machen können. So, komm mal mit. Richtig leckere Tomaten, schön in der Waschpfanne mitgenommen. Da werden sie auch gleich schon gewaschen. Na guck mal, da kommt schon der nächste Wasserschub. Ich sehe da hinten noch eine fertige Tomate, danke. Das sieht gut aus. Na, was machen die Waschpfanne denn hier für einen Blödsinn? Bin mal gespannt, ob das so gut funktioniert hier. Oh, man sieht, da kommt ja langsam schon eine gute Menge an Tomaten hier zusammen, ne? So, ich lasse den Kater mal eben raus. So, Kater eben rausgelassen. So. So, da müsste hier noch eine Tomate sein. So, ansonsten würde ich mich darum kümmern, alles zu säbeln. Ich mich schon darum, wenn wir die Maschine haben, mit der wir das nicht mal mehr machen brauchen. So, und dann wieder Tomaten einpflanzen. So, das waren die Tomaten. So, das war die Packung. Mal gucken, da sieht man mal, wie schnell die Tomaten jetzt hier leer gehen. Oh. Da. So. So. Gut, dann nehme ich mal die Waschpfanne mal mit. Und dann testen wir das mal. Wir fallen die nicht einfach so raus, aber was ich gar nicht mal so verkehrt finde. Vielleicht ja so eine Plattform ja nicht. Komm, dann kann ich mal sagen, hier, ich nehme mal so eine Tomate. Schnipp, schnapp. Ich hoffe, der Filter funktioniert. Ja, der Filter funktioniert, supi. Okay, pass mal auf. Ja, damit das Ganze jetzt kein Zufall war. Ja, die werden alle aussortiert. Super. Cool. Guck mal, so funktioniert schon mal der ganz tolle Prozess hier. So, das können wir, wie gesagt, jetzt erstmal wieder pausieren. Jetzt haben wir ja gerade nichts. Gut, eigentlich brauchen wir so gesehen das Messer jetzt gar nicht mehr. Das hat sich erübrigt. Okay, genauso wie das Ding. Das brauchen wir eigentlich auch nicht.
Nö, brauchen wir wirklich nicht. So, ja, den Helm. Warte mal. Den Helm können wir ja sonst hier liegen lassen. Stimmt, jetzt stimmt die. Können wir ja noch eine Scrap-Spitzhacke machen. Ja, lassen wir die einfach da liegen und dann schauen wir mal. So. So, ich muss sagen, welchen Auftrag können wir denn erfüllen? 12 geschnittene Tomaten. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. 10 geschnittene Tomaten. Und da brauchen wir die Karotten. Und da brauchen wir auch die Karotten. Also, ja, machen wir erstmal 10 geschnittene Tomaten. Ja, das ist toll. Wir können es hier reinlegen. Zack. So, machen wir hier eine 1. So, 10 geschnittene Tomaten. Dann haben wir den hier schon mal fertig. So, das wäre dann der Auftrag. So, und dann 12 geschnittene Tomaten. So, den Rest können wir ja wieder zurück tun. Und ich nehme dann hierfür. Einmal Essen zum Abholen. So. Ahahaha, Moment. So. Na, guck mal, da haben wir jetzt. So. Damit ist die Suppe auch fertig. Dann können wir gleich die Suppenküche wieder aktivieren. Na, mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein paar Aufträge. Schauen wir mal. So. Okay, dann checke ich mal kurz ab. Wir haben alles angepflanzt. Alles ist am Wachsen und am Sprießen. Das ist super. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Verkaufsstation mit. Let's go. Einmal frische Tomatensuppe. Einmal Karottensuppe, den nächsten Angebot. Verpassen Sie nicht unser Angebot. So, wollen wir mal gucken. Da können wir uns gleichzeitig auch besser umschauen, wer hier, ja, wer was möchte. Was ich hier möchte, anscheinend wohl gerade keiner was. Ja, nee, kein Interesse, danke. Bist du was? Nee, du? Nee. Keiner will eine Suppe vom Suppenlieferdienst. Komm, nicht mal einer eine Suppe hier? Nee, da unten ist auch keiner. Halt, 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 halt. Ach, schade, toll. Da steht schon jemand, aber ich dachte, nö, ach nö. Nö, nö, na gut. Schauen wir uns mal hier. Boah, hier möchte auch keiner, ne? Nee, okay. Schau mich hier mal kurz um. Da steht niemand, da ist auch niemand. Ich glaube, ich gehe mal zum Bergding, so guck mich da mal um. Ob da jemand vielleicht eine Suppe haben will. Da! Nein! Ich will keine Höllensuppe. Ich will einfach nur verkaufen. So. Suppe, frische Suppe. Suppen zum halben Preis. Mehr oder weniger. Suppe? Nee. Okay, pass mal, wir machen es praktischer. Ich benutze mal eben den Teleporter. Ne, hier wäre auch keine Suppe. Wir denn gar keine hier Suppe. Gar keiner hat Suppenbedarf. Peter, das ist echt ein bisschen traurig. Ich gehe mal zu unserer Startclaim. Da hatten wir ja auf jeden Fall, ich denke mal, die beiden, die auf jeden Fall die Tomaten-Ding haben wollten. Schauen wir mal. So, wer bist du denn? Dort sind die Karotten. Die Karotten kann ich nicht bedienen. Das Sortiment haben wir noch nicht so weit vervollständigt. Ist das hier nicht auch manchmal einer? Ja, aber nö. Ja, aber nö. Nö, da bin nix. So, wie sieht's mit dir aus? Du bist auch nichts.
Und sind drei Leute, wollen auch nichts. Von wem hätte ich denn die beiden Suppenaufträge denn bekommen? Oder ich habe die Pappenheimer nur noch nicht gefunden. Das könnte nämlich leider auch ziemlich stark sein. Huch. Na komm, ich will wenigstens eine Suppe verkaufen. Komm schon. Eine Suppe reicht auch. Ich möchte Geld verdienen. Warte mal, was hast du hier? Oh, warte mal, 12? Eigentlich sogar 12 hier. 12 kannst du gleich haben. Pass mal auf. Lass das mal weg. Kriegst gleich den hier. Bitteschön. Ah, guck mal. Schon mal was verkauft. So, das macht denn 96 Tokens. Dankeschön. Ah, guck mal. Haben wir jetzt 165. Was sonst noch jemand, der Suppe haben will? Suppe, frische Suppe. Also ich muss sagen, die Leute sind echt geizig mit ihren Bedürfnissen. Ich fand Bridgeport schon eklig bevor. Was? Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da liegt ein kleiner Übersetzungsfehler vor. Sollte man meinen. Ah, hier, warte mal, da ist einer. Bist du einer zufällig, der auch noch eine Suppe wollte? 10. Pass mal auf, bist du die nicht hier 10? Ja, hier, für dich. Bitteschön. Ja, meine Suppe. Meine Schüssel. So, und nochmal 79 Tokens. Super. Haben wir jetzt 245. Wie viel brauchen wir für den Drescher? 2100, ne? War doch die Rede. So, wie, damit haben wir unsere Mission auch erfüllt. So, da fehlt uns aber noch einer mit 12 geschnittenen Tomaten. Na gut, Leute, ich sehe gerade, ich bin schon wieder drüber. Das heißt, ich renne jetzt noch schnell zurück. Und dann müssen wir gucken, wie wir denn hier weiter verhandeln. Wie sehr, ja, nehme ich erstmal wieder mit zurück. So. So. So, da eine Schüssel hin. Und hier passt auch noch eine Schüssel. So. 12 geschnittene Tomaten. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir setzen uns nächste Folge nochmal ein bisschen ran. Und ja, kochen wieder was bisschen. Ich werde auch gucken, dass ich die Karotten jetzt auswachsen lasse. Einfach mal und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Und bis dann sage ich danke, dass ihr dabei wart. Und wenn euch diese Folge gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Kommentiert diese Folge. Vielleicht habt ihr ein paar Verkaufstipps. Ja. Wie man noch mehr Geld ausdient. Na gut, ich könnte das auch in dem Sinne laden bringen, aber das würde irgendwie den Spaß verderben. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr dabei wart. Bis in zur nächsten Folge. Das war's von mir. Euer Hamda. Ciao, Leute. Tschüss.